ja, auch von war zu erwarten. Ich war kurz überrascht, aber natürlich wurde wieder gewechselt, was die Pickseite angeht. Kalista sehen wir auch immer wieder. Ich frage mich, ob man wieder für einen First Pick dann gehen wird. Kranges wird diesmal sofort rausgebannt. Man selbst wird ihn also nicht als First Pick sehen. Ich denke, dass man wieder für einen Xavier First Pick gehen könnte, wenn man die anderen Power Picks rausnimmt. Rice ist jetzt auch raus. Alistair wäre noch eine Option zu bannen. Ja, Alistair könnte man bannen, aber dann können wir auf der anderen Seite Rek'Sai bannen. Also dann wird der Bait vielleicht nicht ganz aufgehen. Hier kommt und der Varus-Bahn. Okay. Aber ich verstehe es nicht ganz, dass man hier quasi ausgetauscht hat bei Incredible Miracle. Also generell, weil ich muss ja sagen, vorhin hat Apple einen sehr guten Job gemacht mit Rumble und ihn dann jetzt zu wechseln. Weiß nicht, ob man da jetzt nochmal einen ganz besonderen Impuls oder taktische Vielfalt, was die Champions angeht, mit reinbringen möchte. Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich einfach so, dass man einen gewissen Champion jetzt vor zu spielen. Hier kommt der Alistar, das war der letzte Powerpick, der noch offen war. Dadurch, dass man Rek'Sai jetzt auch noch ausgebannt hat, war Rek'Sai eben kein Powerpick mehr. Finde ich deswegen auch absolut keine sehr gute Option. Wir haben wieder dieselbe Pick-Rotation wie das letzte Mal auf der Red Side, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube auch, da hatten wir Maokai, Xivier, das sind einfach... Nee, wir hatten Nautilus, Xivier. Aber Maokai, Xivier ist halt, das hatten wir heute auch schon mal, ich weiß nicht mehr, in welchem Game. Wenn man so viel castet, ne, irgendwann kommt man echt durcheinander. NA, EU, Xivier, Maokai ist aber auf jeden Fall was man machen kann. Alistar First Pick verstehe ich genauso. Es war für mich jetzt nur noch die Überlegung, ob man für Xivier oder für Alistar geht. Ich hätte den Rek'Sai vielleicht nicht gebannt. Dann hätte man nämlich auch sagen können, okay, Jungs, ihr wählt den jetzt und dafür nehmen wir dann Alistar, Xivier oder ihr wählt ihn nicht. Aber Maokai, Xivier sind natürlich auch zwei Power Picks. Und Victor, größer Asia anscheinend. Ja. Also Victor nimmt man gerne, wenn dadurch die Mittel fehlen. Weiger würde ich ultra interessant finden. Habe ich aber die Erfahrung gemacht, funktioniert seit diesem E-Nerv einfach nicht mehr so gut. Ich habe es mal gesehen, da hat man es versucht gegen eine sehr AP-lastige Kombination. Wäre ja aber auch nicht der Fall. Also sie spielen einfach nur so ein bisschen rum. Nur so viel erwähnt. Also man hat ihn gerne auf der Support-Position gesehen, bevor der E-Nerv kam. Da war er sogar ultra stark. Sag dir, es wird ein Weiger. Meinst du? Wir haben ja letztens in Solo-Queue gespielt und ich werde ja ständig von Korea gescoutet und da siehst du es, ne? Ja, also, dann ist halt so, Johnny spielt's gestern, Faker spielt's morgen. Das ist halt einfach jedes Mal dasselbe. Ich sagte da, wir Weiger, bomb, Eiger. So, aber also, wird das auch ein Support-Weiger dann von Igna? Du kannst gegen Victor tatsächlich spielen, also es wäre nicht unbedingt. Oh, und ein Rengar. So, wer hat jetzt sich gerade beschwert, dass das immer die gleichen Picks sind? Wer hat sich beschwert? Hier. Soll ich ihn suchen gehen? Ich gehe suchen. Such ihn. Boah, bitte. Bist du? Melden und schämen. Auf der anderen Seite Corki und Nautilus. Also ein Top-Lane-Nautilus. Das, also jetzt sind sie ja richtig am Ausrasten hier, was die Picks und Bums angeht. Nautilus auf der Top-Lane finde ich an sich auch sehr, sehr stark. Über die Passive selber kann man da auch gut arbeiten. Man schätzt das gerne. Ist nun nicht ganz so einfach mit der langsamen Animation dann zu kämpfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass du kannst auch Alistar top spielen, ne? Also wir stimmt, haben ja, mit Stärke 3 nicht. Wir haben ja tatsächlich verschiedene Optionen. Du spielst ja dann eher auf ein AD-lastiges Bild und als Heavy Bruiser, weil dir der Auto-Attack extrem wehtut, weil du halt immer den Pog von Trinity hast und generell natürlich einfach über die Ultimate schon extrem tanky bist. Komm, sag uns, kommt jetzt noch der Cinch oder der Zed oder irgendwas Verrücktes? Wie gesagt, wir haben ja Weiger schon. Ah, es wird der Zed. Es wird der Zed und dann Weiger Support, okay. Ja, es wird Weiger Support, Rengar, Jungle, Zed, wow. Es wird ein Assassin Burst Lineup mit einer Xivier dazu. Oh. Oder Twisted Fate jetzt. Wir brauchen kein Twisted. Okay, aber bin ich auch zufrieden mit. Twisted ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, Twisted Fate gegen Victor ist super, super risky. Deswegen hatte ich hier eher den Zed erwartet, weil der ist natürlich auch ein Assassin. Und du kannst auch auf den Corki gehen. Ja. Also, ja, also du hättest sogar zwei Ziele, die möglich sind. Und vor allem ist es halt du willst ja die Solo-Lanes ans Laufen kriegen dadurch, nicht die Solo-Lanes, sondern die Side-Lanes und das ist relativ schwer, aber auf der Top-Lane wirst du dich anscheinend mit deinem Nautilus. Okay, Nautilus ist schon eher gangbar. Ich hätte jetzt eher Alistar top erwartet, weil der ist safer in der Lane. Also ich denke, Alistar ist einfach, weil er selber Top-Notch-Supporter ist und Nautilus auf der Top-Lane, also das ist das auch, was ich erwartet habe. An sich Nautilus ist auch safe auf der Lane, der kann sich auch noch zurückankern. Also es geht schon sehr gut. Super interessant, ich muss sagen, von Kutages gefällt es mir etwas besser. Rengar ist sehr riskant, sehr offensiv. Weiger ist es auch so. Und ich meine, wenn das AE noch das alte wäre, pum, Stun. Riesige Fläche, Stun. So.
Frage ist, wie man es ausnutzen kann, aber ich denke, in dieser Kombination kann das durchaus funktionieren. Die Beschleunigung mit Sieve. Ich meine, du haust das eh raus von Veigar, ja, großflächig mit der Beschleunigung von Sieve, auch Rengar, die stürzen sich ja alle sofort drauf. Du bist ja ultra krass gezoned. Ja, man muss einfach Veigar mittlerweile anders sehen als früher. Früher war Veigar ein Engage-Champion. Du hattest den Stun und danach kam der Fight. Mittlerweile ist er ein Follow-Up-Champion. Du kannst den mit dem E einen Fight zu initiieren, funktioniert nur noch, wenn die Gegnerschicht stehen oder du selbst in einem sehr riskanten Positioning bist. Das heißt, es wird eher so laufen, dass Maoka ein CC setzt, dann kommt Veigar und der CC von den beiden ist ja lang genug. So, da wird sich nochmal komplett verausgabt. Cool Tigers für ihn mit 1:0. Aber ja, schöne Picks, ne? Korea macht's vor. Kommen diese Champions wieder zurück in der Meta. Ich denke, der Verlauf des Spiels wird das hier durchaus mitbestimmen. Wenn es funktioniert, werden sich viele dieses Spiel zur Vorlage nehmen. Wenn es nicht funktioniert, dann werden diese Picks vielleicht wieder zunehmend ignoriert. Aber Rengar haben wir jetzt auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Veigar habe ich, glaube ich, in dieser Season auch schon gesehen in Korea. Sind auch da. Wir sind ja schon in Woche 6 tatsächlich. Und die haben 4 Spieltage pro Woche. 10 Gold, GG, well played, surrender. Ja. Jetzt schon Vorteil, ne? Farmvorteil. Vorbei. Ja, da kannst du in Korea einfach die 10 Gold, die snowballen jetzt so weg. Da kannst du halt nichts mehr machen. OP. Ja, also Tankmeter, man merkt schon so viel nicht mehr davon. Was jetzt hier gerade passiert ist, ist, dass man versucht hat, die Maoka jetzt länger bei den Raptoren zu unterbinden, damit er eben nicht einen Levelvorteil auf der Lane hat. Ja, sehr gute Idee im Übrigen. Also so kann man Maoka im Prinzip am Camp direkt verhindern. Ne? Smap macht das sehr, sehr gut. Und deswegen fangen viele Toplaner auch bei den Wölfen Cap an, was den Jungler ziemlich nervt, weil die Wölfe angenehmer sind, als die Raptoren zu machen als Jungler, um quasi dem zu entgehen. Ja. Das ist quasi die Idee. Um da sicherer zu sein. Ja. Obwohl die Raptoren für einen Champion, der viel Flächenschaden hat, auf der anderen Seite wiederum einfacher sind. Ja, aber du bist auch einfach schneller bei den Wölfen. Also ja, das stimmt. Du bist fixer da, einfach sofort danach hast dann. Ich meinte für den Toplaner halt. Ja, ne? Für Maokai ist natürlich Maokai ist super easy. Der hat ja Flächenschaden, zack, ist einfach zu nehmen. Aber ja, damit haben wir das Top-Lane-Duell und Maokai nicht etwa irgendwie mit einem Jungle-Vorteil in dem Fall. Und das ist natürlich für den Nautilus sehr, sehr schön. Hat auch mit seinem E angefangen, also mit dieser Kaskade. Veigar ist ultra nervig. Problem natürlich so ein Stück weit an Veigar ist auf der Lane, warum man eigentlich, obwohl man ja eigentlich sagen würde, okay, Midlaner ist, mit seinem Q, dass man, naja, sich immer so ein bisschen entscheiden muss, poke ich mit dem Q oder farm ich mit dem Q, weil du kannst halt schlecht beides machen, aus Mana- und Cooldown-technischen Gründen. Jetzt als Support, naja, du kriegst halt sowieso nicht die Last Hits, damit stackt deine Passive zwar nicht hoch, aber ne, poken kannst du mit W, mit Q und natürlich das ist wunderbar, das Entscheidende und der sitzt dann richtig und super, gut. Super gutes Shield von Sivir. Ich glaube, sie hat überraschenderweise beides geblockt, das sollte nicht möglich sein. Das war von beiden gut, das Schild von Sieve und dann sofort dieser Veigar. Der Stun war absolut awesome. Also ich bin ja ich habe Veigar früher gesuchtet. Also ich finde ihn auch einen geilen Champion. Ja, ich habe ihn halt wirklich letztens wieder mehrfach in Solo-Queue gespielt. Und auf der Midlane hast du halt mittlerweile den Vorteil, dass du den Q deutlich schneller stacken kannst als früher. Weil zwei Lasts gleichzeitig zu machen ist nicht so schwer. Oh, Rengar, Victor, das ist richtig riskant jetzt, dass er so da vorne steht. Der Flash jetzt schon gezogen. Aber da kommt die Mola mit der Verlangsamung nochmal drauf. Und wenn jetzt die Goldcard gewesen wäre, ist es aber nicht, dann wäre hier Victor ja, schon und das, tot gewesen. Das ist leider Fail gewesen, weil Victor hatte alles raus. Das heißt, mit einer Goldcard hätte man hier wahrscheinlich sogar tatsächlich einen Kill holen können. Ja. Mit der die Blue Card. Wo war die Goldcard? Junge. Ja. Also natürlich macht die Blue Card mehr Schaden und. Der wird. So, und da sind die beiden aufeinander und natürlich hat es hier der Vorteil von dem Rengar, dass er hier offensiv sein kann, aber Smap ist zur Stelle der ist und dann auf den Falschen gesprungen. Absoluter Misskick, das kann ich mir nicht anders erklären. Rengar ist rüber, wollte in den Busch flashen, um dann sofort Evelynn anzuspringen und ist auf den Nautilus gesprungen. Und der sagt super natürlich bitter. Für einen Evelynn war es in dem Moment richtig schlecht gemoved. Sie wollte Rengar quasi abfangen, wenn er bei den Wölfen ist, ist dann allerdings doch in Sichtfeld geraten. Die kann Rengar in dem Moment nicht fighten, also das war viel zu riskant. Das hätte nach hinten losgehen müssen, aber der Jump auf Nautilus. Aua. Und Nautilus freut sich, ne, Kill bekommen und
der Mann, der wird hier Tanky werden. Für Lilac natürlich absolut ärgerlich und First Blood für die Cool Tigers sehr, sehr früh. Aber zum Thema Weigern nochmal, also ich finde ihn natürlich auch sehr, sehr schön. Er ist halt, hat viele Nachteile gegenüber anderen Supportern, weswegen man nicht so sieht, aber was ihn natürlich auch nochmal stark macht, wie gesagt, er kann halt mit seinem Q und B sehr, sehr gut poken in der Lane. Das E ist natürlich, was ihn zum Viable Supporter macht, aber im Gegensatz zu eigentlich fast allen anderen Supportern, ja, fast, macht er auch später im Late Game noch gut Schaden, vor allem durch seine Ulti, die ja auch stärker wird, desto mehr AP der gegnerische Champion hat. Und jetzt Nautilus hat sich weit nach vorne gewirkt, aber Hujin ist da und Tatsache, er stirbt hier nicht. Aber das war, weil Rengar sein Snare gemisst hat, überraschenderweise, obwohl Maokai getroffen hat. Also auch hier wieder viele, viele kleine Fehler, die wir sonst von Korea sehr, sehr selten nur sehen. Also das nennt man ja Mikromanagement, das bist du ja wahrscheinlich bei StarCraft mehr gewohnt als ich bei LoL quasi. Aber das sind natürlich diese Kleinigkeiten, die jetzt dann entscheiden. Eben der Jump von Rengar und jetzt hier eben auch der Snare. Der Goldcard vorhin aber auch. Ach, Goldcard genauso, ja. Tja. Ärgerlich. Passiert, ne? Aber Cool Tigers an sich. Ja, die Favoriten das vielleicht etwas besser Team. Trotzdem hätte hier Incredible Miracle durchaus schon 2-1 jetzt stehen können. Von oben ist Frozen unterwegs, auch ohne Ulti geht mir hier drauf. Und dann das E trifft wieder sehr, sehr gut. Prey erstmal gefangen, aber dann Gorilla sehr gut mit seiner Kombo. Da ist die Goldcard auf Prey, aber er ist halt vorher schon so bedrängt worden. Muss ja gucken, dass er wegkommt. Und jetzt wird der arme Typ hier abgeräumt. Auf der anderen Seite dann die Nautilus holt auf Igna selber. Holt das E nochmal, damit sichert er sich hier, aber trotzdem Frozen ist aus dem Mikro. Das hätte hier so gut klappen können, aber unglaublich gut reagiert in dem Fall von Gorilla. Ja, das einerseits und natürlich auch von Nautilus. Also der TP war sehr, sehr früh. Sie haben sogar gegen Nautilus noch exhausted, aber ich glaube, die werden beide sterben. Das Bittere natürlich, Lilac selber, ne? Nicht da war jetzt wieder drauf, wieder das E, aber Igna trotzdem Hook rangeankert. Und jetzt Sansa macht das Schaden, aber gegen vier Mann. Wieder gut reingegangen zunächst von Hojin, zuerst der den Turm hier tankt, dann geht er raus, tut es ihn zur Stelle, sichert sich da tatsächlich nochmal einen Kill. Als Rengar brauchst du das einfach und damit insgesamt jetzt einen 2-2 Tausch. Ja, es war ärgerlich. Also die absolut richtige Entscheidung, wenn du umrum rausgehst, ist das riskant. Das heißt, du gehst nochmal durch den Turm, versuchst dann auch einen Kill zu nehmen. In dem Moment, wo die Siebe dann allerdings flasht, musst du sagen, okay, das reicht. Stattdessen ist man dann doch nochmal nach oben hinterher gegangen. Von da kam allerdings der Rengar eben. Und dann hast du eben genau die Gefahr, das, was wir auch gestern öfter gesehen haben. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel es war. Ich glaube, es war im SK Elements, wo man hinten rumgegangen ist. Nee, es war in H2K, wo H2K den 3-Mann-Dive hat. Du musst einfach mal gucken, was ist mein Escape-Weg. Und der Escape-Weg, oh, Alistar ist da. Alistar ist da auf Tusin, aber Igna direkt eingesperrt, die Kuh quasi. Kannst du nicht mehr viel machen. Die Twisted Fate-Ulti kam gerade. Vielleicht einfach nur aus Übersichtlichkeitszwecken. Das ist gar nicht richtig gesehen, wofür diese eingesetzt worden ist. Einfach vielleicht, ich meine, was man auch schon gesehen hat, aber was ich auch schon gesehen habe in Spielen später, ne, so Baron Bait etc. Einfach nur Twisted Fate Ulti. Du siehst der Gegner, okay, alles klar, die sind alle im Busch und baiten. Ja. Ja, und das ist natürlich dann absolut ärgerlich in so einem Fall. Trotzdem Kutagas jetzt mit dem Näschen vorne. Igna gefällt mir auch Weiger ziemlich gut, aber das hat hier trotzdem nicht so viel Impact. Kuro mit dem Laser einfach weggeholt. Jetzt der Knock-Up dann da auf Frozen. Sofort geht's in der Hand. Aber Gyre, bam! Die Phosphorbombe. Hojin trotzdem derjenige, der den Kill hier bekommen darf. Und zu viert, also die Rotation jetzt von den Cool Tigers quasi wie ausgewechselt in dem Fall. Ja, das ist aber einfach genau das Problem. Du pickst einen Twisted Fate und mit Twisted Fate hast du nur eine Option. Du musst deine Sidelanes nach vorne bringen. So, jetzt ist das Problem, dass dein eigener Jungler schon mal hinten ist. Das heißt, du gehst ein großes Risiko ein, hast dann den TP-Nachteil Gangster, die Botlane, der TP kommt, du fällst weiter zurück, verlierst auch noch den Summoner Spells und dann bist du 15 CS hinten war in dem Moment, als es zum Blue geht. Bist Levels behind und hast quasi einfach ein Spell weniger. Und was willst du machen? Die 2-gegen-2-Situation, Evelyn Victor ist gerade deutlichst, der Superlativ im Deutschen wird jetzt hier ausgepumpt. Am deutlichsten. Ja, einfach stärker als Twisted Fate und Rengar, gerade wenn Rengar behind ist. Auf alle Fälle. Vor allem Rengar hinten ist halt unangenehm, generell mit dieser Kombination hinten zu sein. Da haben sie sehr viel auf eine Karte gesetzt. Aber an sich geht das Gamble nicht auf, obwohl man einen Kartenspieler im Team hat. Schade, ne? Unlucky. Ja, das müssen sie natürlich gerade, ich meine, hallo, der haben Twisted Fate gefickt. So.
Also, haben wir jetzt auch die ganzen schlechten Witze raus für heute wieder. Reicht erstmal bis zur EU-LCS. Heute um 17.30 Uhr wieder. Cool Tigers, 3000 Gold bald. Ja, nicht ganz. Haben sie mehr. Smap auf der Toplane, ja, ist halt da. Hat auch ja, weniger Farm, dadurch, dass er halt mit TP unten war, im Gegensatz zu aber das Lila. Ist nicht so viel. Und der hat vor allem den Katalysator schon fertig. Und Maokai noch nicht. Hier kommt der Engage. Evelyn ist da und das wird wieder richtig knapp. Aber Rengar ist auch zur Stelle. Rengar ist zur Stelle, knappt sich da Ho-Jin. Aber sie sind trotzdem hier in der Überzahlsituation. Dank Gorilla, der immer wieder mit Roam geht. Und Smap darf den Kill nochmal behaben. Und von daher super gelöst. Tuzin hat es nicht geschafft, Ho-Jin aus dem Weg zu räumen. Und ja, man muss auch sagen, wirklich, Gorilla macht hier einen absolut guten Job. Was wir vorhin kritisiert haben an ihn, jetzt mit Alistar einfach bockstark. Ne? Saustark, gibt's auch was mit Kühen. Bullenstark. Ich bin bei solchen Wortwitzen noch nicht so weit. Noch nicht so weit, ne? Das kommt noch. Das kommt noch. Ich werde mich nächste noch steigern. Stunde. Das färbt noch ab. Ja. Nee, das Problem in der Situation oben war, dass die Supports beide auf dem Weg waren, dass Alistar allerdings einfach schon einen Schritt weiter war als Veigar. Also Veigar kam zu spät. Im ganzen Ende hat man ihn gesehen, oh, da bin ich ja. Jungs, ach, ihr seid schon tot, schade. Und wäre er da gewesen, hätte man halt eben noch den CC gehabt. So war seine 3 gegen 2 Situation und die ist nicht gut ausgegangen. Generell sagt man immer, die Partei, die Counter gankt, hat den Vorteil, weil du halt quasi als Zweiter reingehst und dann den Fokus quasi wählen kannst. Wenn allerdings natürlich die erste Partei einfach eine Person mehr hat, dann ist auch Countergänken schwer und dann passiert genau das, was hier passiert ist. Ja, 3 Kills, 3-0-1 Schiffsmap. Da hat redliche Pracht folglich schon fertiggestellt, auch die Magieresistenz, sodass halt Lilac überhaupt kein Problem mehr darstellen dürfte gegen ihn. Also schon jetzt relativ tanky, da und auch gut drauf eingestellt. Wobei an sich ja, so viel Schaden gar nicht da ist auf AP-Seiten, auch weil Frozen selber eben nach hinten geraten ist. 30 Farm hinten. Kuro dabei am Turm und er traut sich da nicht mal richtig ran. Die Karten fliegen irgendwie. Weiß ob er da jetzt eine was erwartet hat, ob er wirklich nur auf die Minions gehen wollte oder so. Ja, ich glaube, du gehst da nur noch auf die Minions. Also gerade mit Twisted Fate bist du in der Lage, safe zu farmen. Das Problem ist aber, dass es dir nichts bringt. Also du skalierst nicht unglaublich gut, sondern du bist eigentlich nur für da, die Lane rein zu pushen, um dann eben roamen zu können. Und das ist hier absolut nicht möglich. Der Victor dominiert das komplett. Und Twisted Fate muss den Tower jetzt aufgeben, weil Nautilus ist schon zur Stelle und ich würde einfach wieder sterben. Ja, also auf allen Lanes vorne, im Farm vorne, Cool Tigers. Vorhin haben sie sich richtig einen abgemüht, jetzt sind es 4000 Gold bald. Und naja, ich meine, die Idee von Incredible war keine schlechte. Dass die Picks sind auch keine schlechten an sich, auch wenn es mal nicht die typischen Meta-Picks sind. Aber du darfst mit diesen Kombos, ärgerlich, den kennen wir es halt nicht bekommen, aber das ist halt mit Nautilus die Angriffs an ihm, also die Angriffsgeschwindigkeit ist so unendlich langsam. Aber du darfst halt nicht nach hinten geraten. Jetzt sitzt das E, Tuzin ist zur Stelle mit der Valkyrie, Twisted Fate und ist raus. Wunderschön, der Bowler gedodged, dann direkt nochmal die Flash raus und dann ist auch Gorilla da. Oben der Teleport von Lilac, sie sind da jetzt alle auf der Lane, aber... Ja, aber warum war der Maokai-TP da und warum zur Hölle hat ein Twisted Fate es so getimed, dass seine Goldcard ausgelaufen ist? Also er hatte die Ultimate gemacht, erstmal hat er sich so gestellt, dass er den Outlet, glaube ich, gar nicht rausbekommen hat, wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Und tschüss. Oh, Donner nicht. Keine Victor-Ulti. Aber man sieht das Potenzial mit dem Laser jetzt im Kampf und mit Drachen, der erste im Übrigen jetzt in der 13. Minute vergleichsweise spielt. Ja, also, wie gesagt, man erkennt das Potenzial, aber diese Combo, ne, gerade Rengar, Twisted Fate, ja, auch Veigar, das sind alles die Champions, wenn die hinten sind, ist vorbei. Ne? Ja, und vor allem, wenn du so viel da gerade wieder investierst, um Kill zu holen und es dann einfach nicht auf die Reihe kriegst, also, um es mal zusammenzufassen, ne, da war eine Rengar Ultimate, eine Twisted Fate Ultimate und Maokai TP. Das Ding muss tot sein, da darf nichts mehr zucken. So, und dann kommt die Twisted Fate Ulti so, dass der Corki mit Flash und Valkyrie wegkommt, das darf nicht passieren. Der ist ja fast wirklich einfach noch weggekommen, auch wie stilvoll er wirklich dieser Bowler ausgewichen ist. Das war einfach wunderschön. Der Einzige, der noch okay ist, wenn er hinten ist, ist Maokai. Aber, naja, was willst du da tun? Ist aber auch nur bedingt eben, weil auch er fällt halt schnell, wenn alle anderen vorne sind und der Schaden auf ihn drauf ist. Dann, ja. Naja, ich meine, oder anders, ne? Er kann halt tanken, so viel er will, wenn kein Schaden dann kommt. Du hast ja eigentlich, du hast eine Catch-Kombo. Keine Teamkampf-Kombo. Ja, bei Cool Tigers ist es anders. Die haben hier einiges an Burst- und Teamkampf-Potenzial. Mit dem Alistar, mit dem Nautilus. Ja, auch Corki quasi ja Flächenschaden über den Poke. Victor der Burst. Also, das ist wirklich sowas von aussichtslos.
Ja? Du hast auf der Midlane einen Farmunterschied, der so unfassbar hoch ist. Das sind 45. Also das ist einfach... Das vor allem in der 14 Minute. Ja, oder? Jenseits von Gut und Böse. Und du bist auf jeder Lane behind und du hast ein total stumpfes Team gegen dich mit Alistar, Nautilus, die halt einfach reingehen werden. Und jetzt hast du eine 2 gegen 4 Situation und selbst da wird halt nichts passieren. Nee, Gorilla, ich meine Nautilus und Alistar sind halt beide so safe, ne? Nautilus... Ultra-Tanky, ne, der hat einen Anker, das Schild. Wir haben schon so oft gesagt eigentlich, warum Alistar so ultra-safe ist. Und währenddessen ist Korea einfach die Mitte am Pushen. Ist im Prinzip 50% Farm mehr. Jetzt ist Tusin zur Stelle. Die Victor-Ulti ist raus, aber dann kommt Prey mit dabei. Und schau dir das mal an. Da will Rengar drauf. Normalerweise muss sowas ein Kill sein. Aber stattdessen Frozen, Tusin, beide. Ja, erstmal so, Frozen war so schnell weggeburstet. Kannst aber ja das hat Crew auch gut gemacht. Also der ja. Rengar ist auf ihn draufgejumpt und er wurde nicht gesnärt, sondern ist sofort weggeflasht. Also ja. Das ist eine Reaktionszeit, die ist unglaublich kurz. Also das hat er da wirklich sehr, sehr nice gemacht. Danach auch die Nerven behalten. Er hat Rengar in den Stun gelockt, also auch da nochmal die Zeit rausgeholt und jetzt haben wir den nächsten Fight. Jetzt geht's drauf, die Nautilus Ult ist da auf Lilac und der soll tanky sein, der steht hier sofort weg. Da war jetzt aber die Twisted Fate Ulti. Frozen steht dann da, aber das kümmert die niemanden. Die denken, dass hier gut weg der Laser kommt und da geht es halt locker flockig auf den Turm. Wupp. Das ist sowas von eindeutig gerade. 9000 Gold jetzt in der 15. Minute. Überleg mal, 9000 Gold vorne. Wow. Ja, und der Farmunterschied ist auf jeder Lane 20 bis 30. Oh, schöner Stil. Den Welt hat er bekommen. Mit einem Snare. Das ist krass. Aber da haben wir schon alles gesehen, ne? Nach dem Break-Stil. Da reicht's. Und ja, gestern also, der Olaf-Stil. Ich mein, du musst mal überlegen, ne? So, 16. Minute und Q-Tigers hat 50% mehr Farm als Incredible Miracle. Ja. Und so, das heißt, so im Schnitt, über jede Lane. Das heißt, wenn du jetzt ein Item hast, bist du ein halbes Item auf jeder Lane vorne. So, im Schnitt, wohlgemerkt. Wir sehen es, Stärke 3 Einigkeit auf Corki, man hat da einen Power Spike. Dann hat Sonstar jetzt noch nicht mal Klinge der Endlichkeit fertig, jetzt in der 17. Minute. Wir haben gerade mal das Morellus fertig, auf der anderen Seite allerdings das Ludens, was teurer ist, den Hexcore schon geupgradet. Also man kann das jetzt im Prinzip die ganze Zeit so weiterführen. Q-Tigers, das dominieren hier einfach. Ja, ich weiß, also ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie man hier ein Comeback machen kann. Natürlich, der Victor geht auf ein Item-Bit, mit dem er extrem viel AP hat. Das heißt, Weiger kann ihn relativ schnell rausbürsten. Das Problem ist nur, dass du nicht in dem Moment, wo du so viele Turrets auch verlierst, das sind ja schon 5 Turrets down, hast du auch nicht mehr die nötige Vision, um Picks zu forcieren. Aber überleg mal, wie krass das jetzt ist. Ich meine, sie können in 2,5 Minuten könnten sie erst surrendern und jetzt schon 9000 Gold, wo man sagt, so bei 10.000 ist normalerweise das Spiel quasi vorbei. Hier jetzt noch den Turm zwar bekommen, aber ganz im Ernst, das soll dir egal sein. 5 Türme schon, also das heißt, bevor sie überhaupt surrendern können, sind hier quasi alle, fast alle inneren Türme schon weg. Da, wenn wir das mal mit dem letzten Spiel vergleichen, gerade in Korea, gerade in der LCK, da habe ich schon Spiele gesehen, 24 Minuten und kein Turm gefallen, kein Kill gefallen. Ja klar, also das ist hier schon sehr, sehr großer Snowball-Effekt. Andererseits reden wir öfter darüber, welche Teams können ein Comeback machen. Und ein Team, wo du so einen Sneaky Pick hast, wo du also auf einmal extrem Schadenswerte noch auf deinen Support hast gegen einen Victor, ist das schon möglich. Und CC ist ja da, vielleicht sehen wir es jetzt hier mal. Jetzt der Flash drauf, CC auf jeden Fall da und man bekommt hier... Dann auch Kuro raus, aber... So, das muss der Weg sein. Da muss jedes Mal... Du musst halt diese kleinen Picks machen. Sie kommen nicht mehr in den Jungle, also müssen sie schneller auf den Lanes verschieben. Werden dafür wahrscheinlich auch immer wieder was verlieren. Oh, der nächste gute CC. Das ist wieder richtig guter Gegner. Auch Weiger gefällt mir sehr, sehr gut. Unjank quasi aus dem Weg geholfen ist sonst da. Jetzt geht's aber hinterher. Und auch von links kommt Tusin mit rein. Mit Rengar Frozen schön. Mit der Twisted Fate und die versucht hier direkt mal den Weg hier abzublocken. Prey bekommt ihn allerdings raus. Und Prey weiter Duell mit Lilac. Lilac allerdings schon... Sehr, sehr tanky, der fällt hier also direkt nochmal weiter. Tusin, der Bola nicht getroffen. Gorilla jetzt mit dabei. Drehen die das vielleicht doch noch? Haben wir hier sie zu sehr gelobt. Also das ist ein sehr, sehr guter Tausch für Incredible Miracle jetzt. Und man sieht das Potenzial dieser Pickup-Kombo. Und ich muss sagen, gerade Igna mit Weiger so schön, wenn sein Team doch nur häufiger das Follow-up landen könnte. Ja, aber das ist halt, das hängt natürlich... der nächste CC. Oh, jetzt mit dem Anker allerdings drauf. Kuro wieder am Leben. Aber die Bola hält ihn hier fest. Da läuft nix. Ja, 7000 Gold. Im Prinzip jetzt gerade 2000 Gold aufgeholt.
ist es immer noch sehr eindeutig, aber... Aber es zeigt ja, es zeigt den Weg, den sie gehen müssen. Sie haben genug CC. Wir sagen immer, Teams, die viel CC haben, haben die Möglichkeit, Comebacks zu machen. Und sie haben auf jeden Fall genug CC, um die Leute rauszunehmen. Rengar, wenn der sein mit dem Snare öffnet über die Ultimate, haben wir eben einmal gesehen. Veigar als Follow-up. Genauso gut. Veigar sohnt die Leute und deswegen ist es für Twisted Fate leichter in Range zu kommen mit seiner Goldcard. Also das ist halt einfach super simpel. Und dahinter dann halt einfach die Möglichkeit, mal wieder diesen Victor dafür zu bestrafen, dass er eben dieses sehr AP-lastige Item mit wählt, was natürlich das einzig Vernünftige ist. Ne? Also er sollte jetzt nicht anfangen, auf einmal AD zu bauen. Das wäre ja total der Blödsinn. Aber da geht halt schon noch was, gerade weil man ja die 7 Ulti hat. Also man kommt dran. Aber wenn Futaga hier keine großen Fehler mehr macht, dann ist es halt einfach nicht möglich. Also sie müssen jetzt wirklich die Fehler, die sie machen, bestrafen. Das ist ihnen jetzt gut gelungen. Sie haben den Goldnachteil um 3000 Gold reduziert. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Aber davon brauchen sie jetzt halt noch 2, 3 Situationen, damit sich das wirklich hier nochmal zu einem engen Spiel... Ja, also so ein Ace und dann ein Baron oder sowas oder ne, Türme. Türme ist halt so der Punkt. Ne? Nur ein Turm, 4 Türme Unterschied, wenn sie das aufholen können. Naja, dann wären sie 35 zu 32.000 Gold. Ne? Sagt hier einfach nochmal den Unterschied. Also viel liegt immer wieder in Türmen drin tatsächlich. Aber hier geht es jetzt weiter, die Rotation also auf diesem Turm und das wird... Der Turm sein von Incredible Miracle, der letzte Innere, der fällt. So, und jetzt bin ich gespannt. Also normalerweise hat man diese Verlangsamung, wenn es um die inneren Türme geht. Jetzt wird es wahrscheinlich die Verlangsamung sein zu den Inhibitor-Türmen. Wobei da die Distanz nicht mehr so groß ist, die dann, also nicht mehr so viel mehr größer ist. Oh, hier zwar das Weiger-E rettet und dann der Versuch, mit dem Anker drauf zu gehen. Sollte eigentlich wissen, dass er dann gestunt wird. Dass er sich nicht ranankern kann. Durch die Weiger-Ult. Ja, ist, ne? Im Zweifelsfall einfach kann man immer auf den Bug hoffen, ne? Ja, aber da wäre fast schon wieder so weit gewesen, dass nach dem Weiger-CC da vielleicht was gegangen wäre. Sie haben den Vorteil, dass Maokai halt auch mit relativ wenig Items über seiner Ulti relativ tanky ist. Ja. Jetzt entscheidet man sich hier, okay, wir kriegen die Turret sich gepusht. Twisted Fate und Sivir haben zusammen sehr, sehr guten Wave Clear, da kann man relativ wenig machen. Wir werden uns jetzt die Vision erarbeiten und dann versuchen, was zu forsten. Oh, Rengar ist auf der Jagd. Mit der Sivir-Ulti, mit der Twisted Fate-Ulti, jetzt sieht man sie natürlich auch, hat ihr das hier ausgemacht, das ist Map, der ist aber sehr, sehr tanky, ankert sich daran. Schade, wenn man da vielleicht hätte Corki nehmen können, statt sie, ich weiß nicht, wie das gerade einzige Ziel war. Gerade. Ich glaube tatsächlich, dass Smap der einzige war, auf den man hier hätte gehen können. Naja, aber du hast eine Twisted Fate und eine Rengar-Ulti, da bist du eigentlich relativ unabhängig, wen du wählst. Ich weiß nicht, wo Twisted Fate geultet hat, da hatte ich gerade kein Auge drauf. Naja, egal, man hat jetzt die Ultimate zumindest raus, sollte jetzt aufpassen, da ist wieder der... Da ist die Nautilus-Ult, aber Veigar zoomt hier sehr gut, sehr gut. Gorilla dann allerdings dran. Sofort ist der Knock-Up zur Stelle und dann wird hier weggelasert. Kein Problem. Tankigste Ziel. Zack, Baum fällt. Eine Minute noch, bis der Drache wieder da ist. Aber das sieht ja gar nicht in diesem Spiel. Ignar, ja. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre mehr Schaden, was er da frisst. Aber jetzt geht's auf den Baron. Wir sind in der Überzahl. Lilac fehlt hier. 15 Sekunden noch, könnte also nicht drauf hoffen, da rein zu TP'en. Tusin ist auch im Level hinten, wird da sehr, sehr schwer. Also da nichts, was du machen kannst. Baron genommen von den Q-Tigers. Jetzt geht's zurück in die Base. So, und mit diesem Nasher ist es halt jetzt deutlich entspannter. Jetzt bin ich gespannt, für welche Variante man sich entscheidet. Man hat ja einige Möglichkeiten. Nautilus ist so ein seltener Pick, dass ich mir nicht wirklich sicher bin, ob der in Maokai pushen kann. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, was der Nautilus so insgesamt kann auf dieser Top-Lane. Ich denke, dass Split-Pushen wahrscheinlich nicht seine große Stärke ist. Stattdessen wird man sich jetzt wahrscheinlich probieren, versuchen mit Victor und Corki ein bisschen Poke zu landen und dann eben den Pick zu forcieren über die Nautilus-Ultimate. Man muss nur aufpassen, Veigar macht einen sehr guten Job mit dem Zone. Also wir sehen immer wieder Nautilus-Ultimate. Da kommt der Veigar-Standard und keiner kann auf die Nautilus-Ultimate fallen. Was wir sehr selten sehen. Also da bis jetzt echt große Kompliment an Veigar, macht einen sehr, sehr guten Job. Also der Pick gefällt mir unglaublich gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ihn zwar schon gesehen in diesem Split, hat aber deutlich schlechter performt. Passt halt nicht immer. Ignar offensichtlich sehr viel trainiert. Q-Tigers wie zu erwarten dran am Drachen. Einfach nur, ne, steht im Handbuch Drache, wenn oben nehmen. Aber eine tiefere Bedeutung hat dieser Drache hier quasi nicht. Und Incredible Miracle auch vollkommen richtig, dass sie da überhaupt nicht drauf eingehen, auch wenn 6% ganz schön wären. Aber es ist verkraftbar und das Risiko macht den Ertrag hier überhaupt nicht wett. Dass man einen Drachen bekäme. Außer du kriegst ihn halt gratis irgendwie. Aber da müssen sie sich jetzt auf die Verteidigung konzentrieren. Hier auf ein gutes Momentum hoffen. Weigar E erstmal schon mal wieder raus.
geht man hier drauf? Jetzt kommt der Sensible Wave. Die Frage ist, wie viel vom Turret kriegen sie? Okay, das ist ungefähr ein Fünftel mit jeder Wave und Nautilus ist top am Split pushen. Das heißt, wenn man engagen will, dann ist es wahrscheinlich jetzt. Man hat ein Ward sehr schön hinter den Leuten und man hat GP auf Maokai ab. Wenn man nur jetzt den Fight 5 gegen 4 unten forst, dann wird man oben auf jeden Fall was verlieren. Aber es ist ein Abwägen. Sie können wahrscheinlich nicht... Sie sind nicht mehr in der Position, wirklich alle zu kriegen. Hier ist wieder der Weiger-CC. Ah, Gorilla tanzt ein bisschen auf und ab. Hat ein bisschen was an dem verloren. Jetzt ist wieder die Frage, wie viel Schaden an Turret. Und hier kommt der TP, den werden sie jetzt diesmal kriegen. Da kommt der TP, jetzt geht's drauf. Der Turm ist quasi schon Geschichte. Und dann geht's jetzt drauf. Igna vorne mit dem Flash hier raus. Dann kommt das E und da geht's einfach mal drüber. Auch mit der Nautilus und vorne mit dabei. Schön hochgetanzt, der gute Frozen. So viel Schaden mit dem Victor E. Kommen aber gut raus, Incredible Miracle. Keiner gestorben, also das ist nicht schlecht. Aber den Libitor, naja, den hättest du hier dann trotzdem nicht verteidigen können. Also sie haben quasi alles gezogen. Weigerult wäre allerdings noch da gewesen. Nur vielleicht etwas verschwendete Liebesmühe, denn letztendlich hätte das hier nicht gereicht, um dann Kuro rauszubekommen. Ah, auch wenn der natürlich einiges an AP hat, aber was willst du tun? Oh, 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 was macht der denn da? Was macht der denn da? Da ganz alleine die Wards am Klären und dann kommt der Anker raus, Twisted Fate Ult. Igner quasi so aus dem Weg räumt, der ist also schon mal weg. Jetzt kommt die Twisted Fate Ult. Ist da vielleicht etwas zu unbedarft rangegangen. Hinterher geht's auf Tusin. Evelyn ist da zur Stelle, jetzt nochmal das E. Zack, dran getroffen mit dem Anker. Gorilla ist low, aber da sind zwei Mann dafür gestorben jetzt, dass man Pink Ward geklärt hat. Ja. Doch, das kann man genauso, genauso das sagen. Kann man so stehen lassen, ja. Hallo, der Zweck, Maokai. Wupp und weg. Aber ja, das war ein wenig. Da haben wir die ganze Zeit gelobt, den kleinen Jordel, ne? Und dann sowas. Schade. Ja, auf jeden Fall. Es wird nicht einfacher. Man hat jetzt den Bot-Inhibitor verloren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Tigers jetzt sagen, okay, wir warten bis zum nächsten Nash. Natürlich werden sie sich Top und Mitte kopieren. Wow. Das war super knapp. Ja. Alles kalkuliert. Oh ja. Ich möchte es glauben. Ja, wahrscheinlich, aber tatsächlich. Also super knapp. Aber okay. Soweit läuft das ja alles ganz gut so. Ja, 14.6. Du hast jetzt immer einen Goldnachteil von 11.000 Gold. Das heißt, der Goldnachteil wird immer noch ein Stück weit größer. Allerdings muss man natürlich sagen, dass 11.000 Gold Minute 28 nicht mehr so schlimm sind wie Minute 16, aber immer noch viel zu viel. Gerade wenn man halt einen Twisted Fate hat, der hat einfach in den Fights, sind wir ehrlich, einen Spell weniger hat. Und Picks machen, wenn du hinten bist, ohne Vision Jungle zu haben, ist schwer. Das hier ist allerdings ein Weg. Das gefällt mir gut. Ränge in der Position. Evelyn wird engaged. Hier kommt sofort der ganze CC. Kann allerdings rausfischen, weil der Weige eh nicht richtig getroffen hat. Und Evelyn überlebt. Ja, also das war gut gelöst. Jetzt der Re-Engage sofort. Mit Gorilla geht es dann drauf. Mit dem Anker hat man Lilac hier getroffen. Der versucht dann auch wegzutauchen. Kann gut tanken. Und kommt sogar erst nochmal weg. Aber dann Igna hat es hier zerfetzt. Mit Victor ist einfach zu viel Burst. Da ist man vorne getroffen, gestunt. Und das ist dann zu viel Schaden noch vom Laser, um das wegzutanken. Sollte man nicht zu gierig reingehen, auch wenn hier der Alistair hier nochmal am Start ist, letztlich damit begnügen, man hat einen Kill bekommen. Ah, das war super bitter, aber das wäre genau der Weg gewesen, den ich immer wieder anspreche für Teams, die behind sind. Diese Picks im Jungle zu machen, ist super schwer, wenn du viel, nicht mehr viele Turrets hast. Aber da waren sie halt wirklich. Rengar hat die auf Evelyn die CC getroffen und Weiger konnte nicht followen. Und das ist halt ein Riesendesaster, weil in dem Moment hast du... Hättest du sonst CCC stacken müssen, also CC, 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 dass der Typ sich über mehrere Sekunden nicht bewegen kann. Ja, auf alle Fälle. Und jetzt ist in anderthalb Minuten wieder der Drache da. Nicht mehr wirklich interessant. Interessanter da vielleicht eher der Baron, um den man rumschlavinern könnte. Auf der anderen Seite will man natürlich den Incredible Miracle nicht unbedingt den Drachen geben, aber selbst das würde das einen Unterschied machen bei 12.000 Gold. Ist schon. Sehr gut. Ja, sehr gut, wie dieses Spiel jetzt auch sich dann weiterentwickelt für Kriku Tigers. Mit, ja, gerade Kuro geht's wirklich Richtung volles Itembild. Ich denke, als nächstes sollte Rabadons dann kommen. Ludens hat man schon sogar als erstes Item gehabt bei ihm, weil das Geld so früh gespudelt ist. Ja, einfach für den extra Burst nochmal mit dem Proc. Obwohl er schon genervt auf 5 und 11. Aber es reicht immer noch, um das Item als Viable einzustufen. Also da gibt es keinen
kein großes Problem. Nautilus steht hier wirklich 4-0-6 und ist in den Fights immer wieder mit seinen Glory halt dabei ranzustürmen. Weiger muss wirklich aufpassen. Also der E darf jetzt nicht aggressiv gewählt werden, sondern muss seine Antwort sein. Hier ist jetzt der E, um die Creepwave zu blocken. Das funktioniert ganz gut, aber danach wird auf jeden Fall die Nautilus Engage kommen. Das kann ich euch voraus sein. Da kommt er dann auch. Da kommt der Engage mit Flash, geht's dann drauf. Der Turm schon mal weggefallen, das Verschützen drauf auf Ho-Jin. Und Lilac aus dem Weg geräumt. Baum fällt mal wieder hinterher. Sind sie jetzt in über zwei Situationen? Igna gerade so entkommen, aber der Inhibitor, dem hilft das nicht. Der ist weg. Und ja, so peu à peu wird immer mal wieder so ein bisschen gezupft. Ja, man hätte natürlich erwartet, dass das Spiel vielleicht sogar schneller vorbei wäre, nachdem sie einfach eine deutlich krassere Führung schon gehabt hatten. Aber jetzt Richtung Baron. Und da sehe ich nicht, wie Incredible Miracle quasi das verhindern kann. Denn sie haben zwei offene Inhibitoren, müssen da erstmal rauspushen. Aber jetzt. Andererseits haben sie halt auch sonst keine Chance. Also sie müssen jetzt versuchen. Es ist natürlich, man will, man kann vielleicht nicht, aber man muss. Ja. Es gibt keine andere. Also es ist die letzte Chance hier, vielleicht nochmal irgendwas zu bekommen. Gorilla macht das aber gut, hält sie da alle beschäftigt. Und dann bezahlt er zwar mit dem Leben. Der Baron allerdings noch da tatsächlich. Müssen aufpassen. Können sie das tatsächlich verhindern, dass der Baron genommen wird? Es sieht danach aus. Der Baron, ja, sehr schön von Incredible Miracle. Sie können es verhindern. Das war gut. Und sie haben Kill bekommen und nichts dabei verloren. Also sehr gut gespielt. Man sieht ja, sie können auch League of Legends spielen. Ja, das auf jeden Fall. Das haben wir auch nie bestritten. Also Siva ist auch immer noch extrem gut im Game. Also das ist immer noch eine Gefahr für die andere Seite. Da muss man aufpassen. Aber das ist jetzt der dritte Drake. Aber du hast vollkommen recht. Also Nash kann man hier für sich wieder ein paar Sekunden Zeit erarbeiten. Und diese Sekunden sind extrem wichtig, weil der Bot-Inhibitor ist wieder ab. Ja, vor allem sehr schön. Also sie haben jetzt nicht irgendwie Nexus-Turm dafür verloren, sondern es war schnell und effektiv. Schnell rein, schnell raus. Ja, der kleine Quickie und dann ist der Baron eben nicht gefallen. Ziemlich blöd für die Cool Tigers. Aber immer noch sind sie in der Position, wo sie hier das Spiel beenden können sollten letztlich. Vielleicht der neue Versuch dann mit dem Baron. Vielleicht allerdings wird jetzt auch gepinkt, dass man auch den Midlane-Inhibitor mal einreißen kann. Den Botlane auf jeden Fall, der liegt ja frei. Einfach nochmal ein koordinierter Angriff in dem Fall. Nichts überstürzen, brauchen sie nämlich nicht. Jetzt nochmal ein bisschen Lauftempo-Bonus dazu bekommen durch den Drachen. Aber diesmal werden sie die Vision versuchen weiter vorne zu machen, damit nicht genau das wieder passiert, was eben passiert ist. Also da denke ich mal, lernt man aus den Fehlern relativ schnell auf diesem Niveau. Ah, ich wollte mal unbedingt sehen, wie viel Schaden dieser Victor jetzt wirklich da macht. Ja, ich auch. Das war leider noch nicht drin. Die Top-Lane pusht rein. Die Bot-Lane ist allerdings das wichtigste Finish. Also das ist sehr schade, dass der Inhibitor da ab ist. Man könnte jetzt versuchen, erst den Inhibitor zu nehmen. Aber allerdings sagt man sich, okay, wir wollen jetzt den Nash. Viel stärker werden wir nicht mehr. Jetzt kommt die Twisted Fate. Jetzt kommt die Twisted Fate. Und also man sieht das wieder hier. Gorilla erneut, dass er da steht. Auch ganz, ganz wichtig. Jetzt direkt mal von Weiger der Cage. Und sie gehen jetzt alle mit Flash einfach mal rüber. Twisted Fate tot. Sehr schön gemacht. Twisted Fate ist hier weggeplatzt. Von oben, Ho-Jin allerdings erwischt, da ist Potenzial da. Prey macht so viel Schaden, wie geht, da kommt aber der Knock-Up, aber jetzt sind sie auch nur noch zu zweit. Drei Mann hier verloren, alle Carries raus. Fokus hier von Incredible Miracle ist sehr, sehr gut. Aber können Smap und Gorilla das hier lösen? Auf Lilac die Antwort ist nein. 2-Senior mit Rengar, sehr guten Job. 4-3 getauscht, erneut den Band verhindert. Und Smap jetzt ganz alleine. Der Mann ist einfach nicht tot zu bekommen. Ultra-Tanky hat ja auch noch Mana zur Stelle. Versucht dann auch immer wieder mit der Passive das zu lösen, aber bis die immer wieder da ist, das W hält ihn so ein Stück weit dran mit dem Anker, versucht er wegzukommen. Also da merkt man, wie lange sie da wirklich mit ihm beschäftigt sind, aber ich sehe kaum Möglichkeiten, wie er gegen diese Combo, vor allem gegen den Rengar, da wegkommen soll. Also er kann nur Zeit schinden und das macht er nicht schlecht. Mauke hat jetzt kein Mana mehr, also jetzt könnte er vielleicht tatsächlich überlegen, ob er nochmal einen Comeback-Move macht, aber Weiger ist auf dem Weg. Da kommt Igna und da kommt das E und wow. Jetzt, man trennt sich. Ja, also beide Seiten kein Mana mehr. Wir haben uns über 10 Minuten geprügelt und jetzt geht's weg. Aber wieder ein Fight. Wir sehen ein kleines Problem. Natürlich ist das schön, dass der Twisted Fate platzt. Natürlich ist das toll. Twisted Fate ist dann raus. Aber dieser Twisted Fate macht steht 0-5. Und da steht neben eine Sivir, die stand 5-1. Und Sivir macht in diesen Fights alles. Dritter Versuch jetzt mit Teleport drauf. Jetzt haben sie endlich den Baron bekommen. Du bist ihn drin. Dann auch geschoren. So haben sie sich das vorgestellt. Drei Anläufe gebraucht, aber es war kein Baron Throw in dem Sinne. Ah, ja, und das war so bitter. Das lag daran, dass man halt so lange mit diesen Nautilus gekämpft hat. Deswegen war Rengar noch nicht in der Base. Deswegen war Rengar Lowlife und deswegen konnten sie da nicht wirklich was machen. Man hätte sich da trennen müssen. Ja. Und es ist super ärgerlich, weil jetzt
das Smet ist im jetzt Prinzip das Spiel dadurch wirklich gerettet quasi. Aber trotzdem, Großkomplimente. Also da bis dahin, die Nash zweimal zu interrupten bei so einem Goldnachteil ist einfach sehr, sehr stark. Man merkt auch, wie groß die Bedrohung hier von Ignar tatsächlich ist. Den möchte man hier unbedingt raus haben. Hat ihn geultet. Hier den Nibitor platt. Hier stehen jetzt alle offen vor. Wird den auch den mittleren nehmen. Und dann ist das einzige Ziel, was noch da ist, die Türme mit drei offenen Nibitoren und dem Baron Buff. Sollte das weniger das Problem sein. Das sollte einfach eine Frage der Zeit sein. Auch oben müssen die nochmal nachjustieren. Und ja, ein Nexus-Turm ist schon gefallen. Ignar quasi fehlt dem Team noch. Jetzt geht's ran mit dem Anker auf Sonstar. Der ist weggelasert worden. Kein Problem, chirurgische Präzision am Start von Victor und auch da erwischt. Tucin und Frozen ab in die Basis gedrückt. Und der lasert einfach nochmal komplett durch. Erneut wieder mit dem Anker drauf. Alles für die Galerie. Man kriegt ihn tatsächlich noch in der Basis kaputt. Wunderschön. Tatsächlich Ignar und dieser Nexus. Jetzt kann er angegangen werden. Der Turm war die ganze Zeit noch da. Xa, kriegen sie noch das Ace? Wollen sie noch das Ace haben? Ist denen egal. Nexus gefallen. Wunderschönes Bild zum Abschluss. Gut, Tigers. 2-0. Sehr souverän.